Prinz William wird nach seiner Ausbildung als Hubschrauberpilot Rettungshelikopter für die britische Royal Air Force fliegen. Dies sagte sein Büro am Freitag. William, der zweite in der britischen Thronfolge, wird als Co-Pilot Teil einer vierköpfigen Crew sein. Stationiert im RAF Valley in Anglesey an der Nordwestküste von Wales. Der Prinz absolvierte 70 Flugstunden und 50 Stunden in einem Simulator, um den Sea King Hubschrauber zu beherrschen. Flugleutnant William von Wales darf damit rechnen, in den kommenden Jahren zum Kapitän des Helikopters befördert zu werden. Wie schnell? Das hängt von seiner Begabung und seiner Leistung ab. Williams jüngerer Bruder Harry diente beim britischen Militär an vorderster Front in Afghanistan.